der Bezirk Breezy Point im New Yorker Stadtteil Queens. Hier wird das Ausmaß der Katastrophe deutlich, ausgelöst durch den Supersturm Sandy. 3 Tage nach dem Hurricane kehren die Menschen langsam in ihre Heimat zurück und stehen vor dem Nichts. Erst wurde ihre Siedlung von der Flut zerstört, dann von einem Großbrand, dem schlimmsten in der Geschichte New Yorks. Noch sind die Gründe dafür unklar, vermutlich gab es ein Gasleck. 111 Häuser brannten nieder, die Feuerwehr musste wegen der meterhohen Flut machtlos zusehen. Das hier war das Haus meines Großvaters. Er hat es vor 35 Jahren für seine Frau gebaut. Ihr Name ist Lorraine Whipper. Sie ist noch immer vermisst. Das Haus sah tatsächlich auch schon mal besser aus. Heute sind wir zurückgekehrt, um zu gucken, wie groß der Schaden ist und wie viel wir noch retten können. Über 2800 Häuser wurden zerstört, 85% der Ortschaft stehen unter Wasser. Aus Angst vor Plünderern kehren die Menschen überstürzt zurück. Doch die Aufräumarbeiten, unterstützt von der New Yorker Polizei, können noch Wochen dauern.